Dieses Video wurde gesponsert von Conqueror's Blade. Liebe Kinder, heute erzähle ich euch wieder eine Geschichte von Albert und mir. Damals waren wir die stärksten Krieger im ganzen Königreich. Doch so wie jede andere Geschichte, beginnt auch unsere mit einem Streit. Ich weiß nicht, wie oft ich dir das sagen soll, aber Gurken gehören nicht in einen Döner. Lofix, mach dieses Fass nicht wieder doch, auf. Ich mach es Das Einzige, auf. Was nicht das letzte Mal in meinen Döner gehört hat, war dein Finger, die Gurken aus meinem Döner rausholen wollten. Gurken gehören nicht in den Döner, das ist ein Naturgesetz. Gurken gehören in den Döner. Also das bedeutet Krieg. As you wish. Es gibt keinen anderen Weg, das zu regeln. Du hast ein höheres Level, du hast extra trainiert. Ich habe überhaupt nicht trainiert, das hat mich bis jetzt immer versohlt. Wir haben die gleiche... Au, nicht so wild, hallo? Wenn du deine Ulti verschwendest. Oh, was? Ich bin ins Chess-Menü gegangen während dem Kampf, das zählt nicht. Chess-Menü? Das war kein fairer Kampf, Albert. Sag mal. Forder ihm zum Duell heraus. Okay, let's go. Niemand reitet über Albert ohne meine Erlaubnis. Wir beide waren damals noch jung und naiv. Und wir waren beide auch nur dort, weil uns der König in die Schlacht gerufen hatte. Jojo, lieber Albert und Dufix! Ihr seid unsere günstigsten, ich meine natürlich die besten Krieger des ganzen Königreichs, auch wenn das nicht viel aussagt, weil ihr die einzigen seid. Es kommen sehr viele Feinde vom Norden und ihr seid die einzigen Krieger, wie oben schon gesagt, die wir ersetzen, ich meine, die sie besiegen können. Bitte eilt so schnell wie möglich zur Schlacht. Ja, als Belohnung erhalten eure Untertanen 25 Level im Battle Pass. Wenn sie euch mit dem Link in der Videobeschreibung in die Schlacht folgen, dann viel Erfolg euch! Ich bin dann mal im Urlaub. Viel Spaß, mein Flugzeug kommt. Albert und ich eilten natürlich sofort herbei und versuchten uns so professionell wie möglich zu verhalten. Alter, wenn du läufst, kommen Schneeflocken aus deinem Hintern. Nee, das sind Süßigkeiten. Oh. Candy. You want some candy? Candy Ass. Das kämpft einfach keiner mehr. Was hast du gesagt? Candy Ass? Nein. Das ist mein Spitzname. Der berüchtigte Krieger Candy Ass. Candy Ass ist unterwegs. Ja, ist ja witzig. Die Zeit war gekommen, um an unserer ersten Schlacht teilzunehmen. Jetzt haben wir endlich die neuen Einheiten. Da die neue Season 10 in Conqueror's Blade von Schottland inspiriert wurde, gibt es neben einer neuen Map auch drei neue Einheiten. Und das sind sie. Die Dudelsäcke. Was wäre ein tragisches Kriegsschlachtfeld ohne passende Musik? Diese Einheit sorgt mächtig für Stimmung und kann die Angriffskraft sowie auch die Defensive der eigenen Einheiten verbessern. Die Claymores. Die Claymores haben die längsten Schwerter auf dem ganzen Schlachtfeld. Da erblasst jeder Feind vor Neid. Kommt ihnen besser nicht in die Quere, denn sonst stecken sie ihre Schwerter irgendwo hin, wo ihr sie nicht haben wollt. Hescher. Die Hescher sind eine Doppeleinheit, bestehend aus Bogenschützen und Hunden. Während die Wow-Wows in den Nahkampf übergehen, erledigen die Bogenschützen alles weitere im Covid-gerechten Sicherheitsabstand. Bin echt gespannt, wie die sich machen. Ah, du bist jetzt auch hier Doppeldeutschmann. Ja. Ich bin jetzt Krieg-Influencer. Alle klauen dir die Waffe. Rush B, Rush B. Da ist einer, neben dir. Das sind zwei. Slash, slash, slash. Wo sind meine Dudelsäcke? Wo sind meine Dudelsäcke? Da sind sie. Spielt Musik. Die halten einfach ein Live-Konzert, während alle kämpfen. Yeah, meine zerreißen, ey. Alter, die fallen Bogenleute, Alter, die geben. Ich habe jetzt zwei getötet, nur durch die. Nee, das ist nur meinen Dudelsäcken zu verdanken. Schau mal, wie die abgehen, Alter. Die Feinde bekommen dann einen Ohrwurm davon und fallen vom Pferd. Oh Gott. Halt's Maul. Greif nicht meine Musiker an, Schwein. Yeah. Ich brauche hier Unterstützung. Ich glaube, die können gar nicht kämpfen. Oh Gott, ich muss abhauen. Ich muss meine Live-Band opfern. Ich bin gleich dead. I'm dead. Oh! Ja, ich bin alleine auf Punkt A. Was macht ihr denn die ganze Zeit? Hä? Du bist auf C? Oder C. Ja, ihr seht aus, als könntet ihr was. Die haben sogar alle den genau exakt gleichen Bart. Komm, wir greifen aus dem Rückhalt an.
Aus dem Rückhalt. Ja, ich werd nur rangenommen hier. Ich werd nur rangenommen! Es lief relativ scheiße, doch dann erkannten wir die absolute OP-Einheit. Okay, mit euch klappt's. Oh. So, jetzt komm, Share, du. Asshole! Yeah! Oh, wer ist MVP? Wer hat es? Wer ist Mann. Zwei Level aufgestiegen? Alter, guck mal. Jetzt fängt 10, das wieder 1, 1. an. Yo, Duffix, 1, 2, 1. Nächstes Mal schmeiß ich dir eine Banane vor die Füße. Oh no. Anyway. Warum schaut mein Pferd so unzufrieden? Vielleicht, weil du es geweckt hast? Ja, es sieht echt aus. Ach, gar keinen Bock. Jetzt schon wieder Krieg. Nee, das hätte ich in irgendwie 3 Wochen nicht gefüttert. Wann hast du denn das letzte Mal gefüttert? Vor 4. Assassin's Creed Valhalla. Alles ist gut, ich habe Raytracing an. Hast du wirklich Raytracing an? Nein, das hat kein Raytracing an. Ich war krass dran. Erspaßt eine Kanone. Du machst es jetzt schon. Okay, ich baue meinen Mercer direkt neben deinen. Yeah, und dann beschießen wir uns gegenseitig. Yeah. Let's go. Es ist mir komplett egal, ob ich irgendwen treffe. Ich mache einfach die schöne Burg kaputt. Wo sind mein... Voll rein! Doch ein bisschen ein Hack. Einfach von außerhalb mit dem Mercer reinschießen. Yeah, besiegt, Alter, diese Bogenleute, Alter, das ist nicht normal. Ich hab schon 2 Tote. Ich hab 3 Tote. Alter. 4 Tote. Ich liefer nur die Assists und du tötest alle. Come on, das ist meiner. Ups. Wieder Assist. Ah. Albert on fire. Ich weiß, was du meinst. Merkst du es, Alter? Ja. Sollen wir uns jetzt ein bisschen schlecht fühlen, dass wir so gute Einheiten bekommen haben? Nein. Die sollen sich schlecht fühlen, dass sie so schlechte Spieler sind. What about dying, huh? Do you want to die? You died. Mein Kill. Erfolgreich geklaut. Warum sind da jetzt auch Gegner? Ich muss mich heilen, ey. Servus. Ich hab mich einfach dazugestellt. Was hast du nach der Schlacht noch so vor? Ja, mich erstmal heilen. Ich erst mein Butterbrot, das mir meine Frau eingepackt hat. Meiner hat Salami eingepackt. Du weißt genau, dass ich das... Nur Salami. Ja. Einfach nur eine Wurst. Und dazwischen ist Brot. Es geht einfach immer noch weiter im Hintergrund. Du bist über mir, du. Nein, ich war aber kein MVP. Ich habe aber die meisten Kills, Mann. Und aber nicht die meisten Skills. Aber die Claymores haben eine 15er KD bei mir. Die sind also auch nicht schlecht. Ja, die machen auch. Halt im Nahkampf machen die sau viel Damage. Lass dieses Mal einfach direkt mit den Dudelsäcken starten. Vielleicht lernen sie dann auch zu kämpfen. Albert, das ist unsere Burg. Wir verteidigen diese. Los, Dudelsäcke. Schreite zur Tat. Lade die Spotify-Playlist und dann auf geht's. Schieß deren jetzt an. Oh, was zum... Er ist komplett confused. Er kommt in den Krieg und sieht nur so einen Typen mit Dudelsäcken. Das erhöht, glaube ich, echt einen Angriffsschaden. Ich rasiere gerade ziemlich gut. Lebst du überhaupt noch? Yo, ich hab gerade wieder angekillt. Dachte, er kann an mir vorbeischleichen. Okay, gotta go away. No, ich war unsichtbar. Ich besieg die ganze Zeit. Es sind gerade alle bei mir. Hey, Diego. Da ist die Schlacht. Fliegen sie. Alter, was geht denn jetzt ab? Schau mal die ganze Zeit um. Wir haben die einzigen Kills gemacht. Die rennen die ganze Zeit ins Tor rein, die schießt die einfach ab. Ach, du hast einen Mörser aufgebaut, oder was? Nein, meine Bogenschützen. Ja, den habe ich noch geholt. Nice. Ja, tötet ihn. Tötet ihn. Oder ich mach's halt. Habe ich Zeit, das aufzubauen? Und Feuer. Ich bin tot und habe jemanden getötet. Ich habe so ein Flammending aufgebaut. Guck. Hey! Was denn? Ich habe dir geholfen. Der wollte scheinbar angreifen. Genau. Wer es glaubt.
Nächste Ladung, nächste Ladung. Jeder kriegt etwas ab. Jeder kriegt etwas ab. Das Friendly Fire aus der Nachbarschaft. Nice. Komm, wir nehmen jetzt den ihre Base ein. Das war, glaube ich, die beste Runde in Conqueror's Blade, die wir je hatten. Oh, ich habe einen Kill mehr als du. Fuck you. MVP. Das lernen wir draus, Kinder. Albert spielt unfair. Ich kann ein Jahr jetzt verlieren und habe immer noch eine Plus-KD. Das war die Geschichte, wie Albert und ich zu den besten Kriegern geworden sind. Einmal mehr. Wenn ihr unserem Beispiel folgen wollt, dann schaut gerne mit dem ersten Link in der Beschreibung bei Conqueror's Blade vorbei, wo ihr dann auch 25 Battle Pass Level erhaltet. Hoffentlich sieht man sich dann mal bald auf dem Schlachtfeld, und zwar auf der gleichen Seite, weil sonst seid ihr im Arsch. Danke an Conqueror's Blade für Sponsern dieses verrückten Videos. Und dann sehen wir uns alle beim nächsten Mal.